Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Feed the Beast Hosencraft Folge. Ich dachte, wir fangen heute mal mit den Subscriber-Zimmern an. 5 neue Zimmer habe ich für heute geschafft. Es gibt hier und da noch ein paar Sachen, die ich noch nicht fertig machen konnte, wie immer so ungefähr. Trotzdem kann ich euch da jetzt schon mal so ein bisschen durchführen. Wir fangen an bei Gaunab 99. Hier wurde sich hellgrüne Wolle gewünscht, glaube ich. Ich habe meine Liste mal wieder nicht dabei. Ich glaube, es war hellgrün. Ich habe hier mal so ein bisschen was anderes ausprobiert. Ich habe hier mal so ein komisches Bett hingestellt, so ein riesengroßes. Ich weiß gar nicht, ob man das richtig sehen kann. Das ist so ein Standard-Himmelbett-Modell irgendwie. Ich habe das versucht, so ein bisschen mit Feed the Beast-Eigenschaften zu verschönern. Wir haben hier einen Boden mit diesen Zycraft-Blöcken. Ich glaube, die wurden sich auch gewünscht, wenn ich mich jetzt gerade richtig erinnere. Wir haben hier so ein paar Fake-Lampen und ein schönes Bild mittendrin. Zur Beleuchtung, selbstverständlich, haben wir die neuen Kerzen ausprobiert. Und hier stehen noch so ein paar normale Fackeln, die werde ich dann auch nochmal gegen irgendwas anderes austauschen, eventuell, wenn ich ein paar neue Materialien habe. Jawohl, das ist auf jeden Fall dieses Zimmer. Da fehlt eine Decke, die hatte ich schon mal gebaut, allerdings ist gestern Abend der Feed the Beast Server abgekratzt, also abgestürzt irgendwie aus irgendwelchen Gründen. Ich glaube, Spice ist schuld. ja, und ich hatte die Decke da gebaut und jetzt habe ich mich eingeloggt und die Decke war wieder weg gewesen. Und ja, das hätte mir jetzt zu lange gedauert, das hole ich dann nochmal nach. Jetzt zeige ich euch erstmal den Rest der Zimmer noch. Dann haben wir DC Caps 1 oder DC Caps 1. Hier habe ich ein bisschen was anderes mal ausprobiert. Ganz besonders hier im Fußboden und mit den Lampen. Jetzt überlege ich kurz, was hier das Thema war. Ich glaube, es war auf jeden Fall was Blaues gewesen. Blau und hellblau oder irgendwie sowas. Ja, wir haben ganz normale Holzwände. Und ich habe im Fußboden so ein Karo-Muster mal ausprobiert. Natürlich sind das alles Microblocks. Ich finde, das sieht ziemlich nett aus, hat was. Genauso hier in den Lampen, die haben auch so eine Verkleidung gekriegt. Irgendwie hat es irgendwas von den 70ern. Die sehen irgendwie so hippie-mäßig aus, keine Ahnung. Ja, mit einem Tisch und hier so ein kleiner Kerzenhalter. Auch mit Microblocks. Und das hier oben ist Thorncraft, die tollen Kerzen, für die ich so lange jetzt gekämpft habe. Jawohl, das ist das Zimmer. Sieht auch noch ein bisschen leer aus, aber hat irgendwie was Spektakuläres mit dem Fußboden, wie ich finde. Das nächste Zimmer ist für Sebastian Höfer, wenn ich das richtig ausspreche. Hier war das Thema dunkelgrün, beziehungsweise grüne Wolle. Grüne Wolle war das Thema. Und ich war mir nicht so sicher gewesen, was mache ich denn mit grüner Wolle? Ich meine, ich kann das Zimmer hier komplett auskleiden mit grüner Wolle. Das habe ich dann am Ende auch gemacht. Und ja, weil ich das nicht so spektakulär fand, habe ich hier halt was Nützliches reingemacht. Und zwar habe ich hier mein Enchanting Table reingemacht. Den benutze ich sehr häufig. Hier mit einer Kiste für irgendwelche Enchants oder für irgendwas, was ich nicht mehr brauche oder nicht will oder was auch immer. Und mir ist neulich aufgefallen, dass man in den Microblocks Bücherregale auch zerschnippeln kann. Und das hat irgendwie einen ziemlich coolen Effekt, wie ich finde. Es hat was Mosaikartiges. Hier mit den dicken Blöcken, da sieht man das gar nicht so sehr, aber zum Beispiel, wenn wir hier mal in die Ecke gucken, mit diesen kleinen Würfeln, da kann man, glaube ich, eine ganze Menge cooler Sachen mitmachen. Finde ich, ist eine ziemlich interessante Sache, dass man Bücherregale hier zerschnippeln kann. Die sind schön bunt. Und zwar ist das nächste Zimmer von dem jungen Mann hier. Ich weiß nicht warum, aber der Name kommt mir bekannt vor. So, hier wurde sich Lapis gewünscht. Lapis Lazuli. Ja, Lapis hatten wir jetzt auch schon in vielen Zimmern. War ein bisschen schwierig, hier nochmal was Neues sich auszudenken. Ich habe da wieder mit den Microblocks versucht, ein Muster hier in die Wand reinzubringen, zusammen mit Marmor. Marmor und Lapis haben so ziemlich das gleiche Muster, halt nur unterschiedliche Farben. Und ja, dann haben wir halt mal hier so eine schöne Bordüre einmal rumgemacht und hier steht, keine Ahnung, die Polizei oder was. Ich habe mich da so ein bisschen von Ultra Hardcore inspirieren lassen, wo ja auch plötzlich überall Lapis-Männchen rumstanden. Und ja, hier sind zwei Eisenkisten. Und zwar ist da eine ganze Menge Stein drin. Wir können das mal hier so auffüllen. Ja, ich habe gehört, der Kollege braucht Stein. Zwar auf dem Vanilla-Server, aber ich habe mich trotzdem mal jetzt dazu entschieden, ihm hier so ein bisschen Steine zu geben. Nicht wahr? Für den Fall der Fälle, dass er welche braucht. Und das letzte Zimmer für heute ist für den Kollegen Sandbox-LP. Sollte dem einen oder anderen noch ein Begriff sein vom Speedbuilding vom letzten Mal. Er hatte sich Orange, Glas und eine Sorting Machine gewünscht.
Ja, die Sorting Machine, die war ganz einfach, die steht jetzt hier. Alles andere hingegen war eine absolute Katastrophe, irgendwie zusammenzubauen. Ich habe keine Ahnung, wie ich das Glas hier mit integrieren sollte, deswegen habe ich es einfach mal in die Wand gemacht. Zusammen mit sämtlichen orangenen Blöcken, die ich auftreiben konnte. Das hier sind ganz normale Leaves, ganz normale Blätter, die theoretisch eigentlich durchsichtig sein müssten. Ist hier irgendwas mit meinen Einstellungen nicht? Fass, wer braucht denn sowas? Back to game. So. Die sind nämlich eigentlich noch durchsichtig. Das liegt daran, dass ich hier unten die Decke von dem Flur unten noch nicht fertig habe. So aktuell kann man hier in die untere Etage gucken. Es sind ganz normale Leaves hier aus diesem Herbstbiom. Da zum Beispiel sieht man da unten. Da haben wir so einen orangenen Baum rumstehen und von dem habe ich mir die Blätter geklaut. Und ja, hier haben wir auch die Lichtquelle. Das sind Kürbislaternen, die sowohl Petys Zimmer hier drüben beleuchten. Und zwar ist es ja so, das haben wir ja schon festgestellt, dass die Microblocks lichtdurchlässig sind. Deswegen scheinen die Kürbisse sowohl drüben als auch hier in das Zimmer und machen hier Licht an. Und ich habe dann natürlich hier in den Wänden auch noch welche versteckt. Irgendwo. Also ich habe da wirklich irgendwo welche drin. Wahrscheinlich hier hinter dem Weißen. Verdammt. Ja, auf jeden Fall beleuchten die das so ein bisschen. Das ist ziemlich nice. Ist ein guter Trick, um die Lichtquellen zu verstecken. Dann müssten wir die eigentlich irgendwo hier sehen. Da. Gleiches Prinzip hier. Hier leuchten auch die Kürbisse drin. Und so sparen wir uns das hier einfach irgendwelche Fackeln hinzustellen oder Lampen oder sowas, sondern wir können indirekt beleuchten. Das finde ich ziemlich nice. Und jawohl, das waren jetzt die 5 Zimmer für heute. Da haben wir jetzt diesen ganzen Flügel hier drüben voll. Fürs nächste Mal dann wahrscheinlich die Zimmer hier drüben. Und dann in der Mitte. Dann habe ich neulich einen neuen Blocktyp für mich entdeckt, den ich heute gerne mal ausprobieren möchte. Und zwar heißt das Ding, wenn ich mich nicht täusche, irgendwas mit Industrial Information Panel. Das ist dann das da oben wahrscheinlich. Das sind solche Informationspanels, Blöcke, so wie es da schon steht, mit denen kann man Informationen ablesen und auf dem Display dann anzeigen lassen. Ich habe irgendwo in meiner Kiste mal so ein Ding gebaut, da. Und ich dachte mir, man kann mit dem Ding nämlich auch nicht einfach nur Informationen sich anzeigen lassen, im Sinne von, man kann den Energiestatus von irgendwelchen Maschinen sich anzeigen lassen, man kann sich sämtliche Sachen mit anzeigen lassen. Ich komme gerade gar nicht auf alle Sachen. Also wenn man irgendeine Maschine hat und man möchte wissen, ob die jetzt voll oder leer ist oder wie voll oder leer die ist, wie leer, ja, wie voll die halt ist, dann kann man sich das anzeigen lassen. Ach, da habe ich die Dinger. Die muss man mit einem Redstone-Signal, muss man der Energie geben. Kann man die da jetzt so einfach dahinter stellen. Jetzt sehen wir das im Vergleich zu der, die keine Energie kriegt. Dann werden die so grün. Und dann kann man hier drinnen irgendwelche Sachen reinlegen. Ich habe jetzt nur rausgefunden, was das da oben ist. Das ist nämlich so eine Textkarte. Die kann man da reinlegen. Und dann wird das nämlich angezeigt. Und das finde ich ist eine ziemlich coole Sache. Ich meine, da kann man ja richtig viel mitmachen. Man kann nämlich mittels der Textkarten seinen eigenen Text da reinschreiben. Ich habe da jetzt einfach mal Hans reingeschrieben. Man kann da auch Franz reinschreiben, was weiß ich. Man kann auch beides reinschreiben. Ups. So. Obwohl es eigentlich andersrum sein müsste. Moment. Lösch, lösch, lösch. So. Dann wird das hier nämlich angezeigt. Ich weiß nicht, da kann ich auch noch irgendwas machen. Ich glaube, hier kann ich die zweite Reihe machen. Hier kann ich noch eine zweite Reihe machen, wenn ich mich nicht täusche. So ganz sehe ich in dem Ding noch nicht durch. Ich weiß, dass ich hier reinschreiben kann. So zum Beispiel. Und ich dachte, wir können doch die Dinger benutzen für unsere Subscriber-Zimmer, dass wir nicht diese ollen Schilder da an die Wand hängen, sondern dass wir so ein Ding hier machen. Die kann man relativ gut in der Wand verstecken, auf jeden Fall in den Zimmern dort oben. Wir testen das gleich mal aus. So ungefähr stelle ich mir das Ganze vor. So. Hier wohnen jetzt Hans und Franz. Gepowert, wie gesagt, hier unten drunter durch eine Redstone-Fackel. Die habe ich jetzt einfach mal hier so in den Boden gemacht. Das Ganze wird später nochmal abgedeckt mit Deckenplatten. Deswegen wird man dann die Fackeln da auch nicht mehr sehen.
Und dann können wir doch anstatt dieser ollen Schilder ganz einfach hier diese Informationspanel benutzen. Finde ich, ist eine viel coolere Sache. Ich muss mal gucken, ob ich das in jedem Zimmer einfach so integrieren kann, so leicht wie hier. Dann schreiben wir natürlich nicht Hans und Franz dahin, sondern dann schreiben wir hier. Wie ging das nochmal? Ach ja, genau. Oh Gott. Jetzt muss ich überlegen. Gaunab. Und dann schreiben wir hier 99 rein. 99. Wir gucken mal, wie das aussieht. Ja, warum denn nicht? Eventuell kann man ja auch drei Zeilen machen. Vielleicht finde ich das auch noch raus, wie das funktioniert. Ich weiß nicht ganz genau, was der Button hier macht. Scheint nicht allzu viel zu machen. Vielleicht so? Ja, wir gucken mal. Auf jeden Fall kann ich jetzt hier so ein paar austauschen. Die Dinger sind nicht ganz so billig. Wenn wir mal gucken, man baut die so. Mein Problem ist natürlich dann hier diese Copper Cable. Ich meine, so teuer ist es jetzt nicht. Allerdings, wenn man dann so wie ich irgendwie 80 Zimmer bauen soll, dann kann das auf Dauer schon teuer werden. Glas ist so eine Sache. Redstone ist so eine Sache. Und diese scheiß Tintensäcke hier sind auch so eine Sache. Und ja, die Textkarten dazu. Wir gucken mal. Textcard, da gibt es nur die da. Ist insofern teuer, dass man zwei von diesen Electronic Circuits braucht. Papier ist jetzt nicht ganz so das Problem. Vielleicht die Dinge, aber das geht. Also es ist jetzt nicht mega kostenaufwendig, aber auch nicht so wirklich billig, wenn man es dann auf Masse macht, nicht wahr? Als nächstes gucken wir uns dort hinten meinen kleinen Garten mal so ein bisschen an. Der ist jetzt ein bisschen in die Ecke gequetscht, durch dieses Seitengebäude hier und ja, der muss wahrscheinlich irgendwann mal umziehen. Auf jeden Fall habe ich mich in der letzten Zeit so ein bisschen mal darum gekümmert. Wir haben mittlerweile nicht nur einen Bienenstock, sondern ganze zwei. Ich weiß, das ist echt sehr fortschrittlich und sehr groß. Wir produzieren dadurch so ein bisschen hier Bienenwachs und so ein komisches Gezeugs, Honig, Tropfen und was weiß ich nicht alles. Und der Grund, warum ich das gemacht habe, das sind die Bäume hier. Ich möchte nämlich Bäume miteinander kreuzen. Das ist möglich. Und ja, wir haben hier so ein bisschen Fortschritt schon gemacht. Ich habe mich damit so ein bisschen befasst und dann und wann mal einen Baum miteinander halt gekreuzt. Klingt eigenartig. Man kann es mit den Bienen ja auch machen. Die kann man ja auch miteinander kreuzen. Was weiß ich. Ich hau da mal einfach irgendwelche rein. Ach so, ich habe die von Spice hier auch mal reingemacht, diese Ecstatic-Bienen, von denen kriegt man Redstone, wie ich mittlerweile rausgefunden habe. Das sind die beiden Dinger hier. Schöne Sache. Okay, jetzt habe ich keinen Platz mehr für die ganzen Bienen hier. Das geht mir natürlich überhaupt nicht auf die Nerven. Jawohl, es gibt nur die Bäume heute. Denn man kann Bäume miteinander kreuzen, das habe ich gerade eben schon mal gesagt. Und es ist so ein bisschen mein Ziel, dieses Holz hier zu bekommen, diese Ebenholz. Hölzer? Oh Gott, schwierig. Und die bekommt man leider nur, indem man sich so ein bisschen mit der Baumzucht befasst. Ich möchte so gerne dieses schwarze Holz haben, das sieht so wahnsinnig cool aus. Und das würde so unfassbar gut zum Schloss passen, zu dem ganzen Basalt und so. Deswegen, ich will das unbedingt haben und habe jetzt hier angefangen, so ein paar Bäume miteinander zu kreuzen. Mittlerweile bin ich angekommen bei Teakholz und zusammen mit Dschungelholz. Da bekommt man, jetzt muss ich überlegen, wie das heißt. Es hat einen ganz eigenartigen Namen. Sind das die? Kapuk? Kapok? Saplings? Ich glaube, das sind die Dinger. Denn die braucht man, um am Ende dann diese Ebenholz, alle Sprachen durcheinander mixen, zu bekommen. Dafür brauche ich das Ding. Ist ein bisschen kompliziert alles. Ich will euch das gar nicht jetzt auch im Detail erklären. Das spoilert, glaube ich, so ein bisschen viel. Ich bin ja hier drüben bei meinem Thorncraft so ein bisschen der Meinung, da kann man sich die Rezepte ruhig auch mal spoilern lassen und im Internet mal nachgucken, weil das sind so unfassbar viele. Da hat man fast keine Chance, das alleine rauszukriegen. Mit den Bäumen ist das ein bisschen anders. Da hat man nicht allzu viel Auswahl und da geht auch nicht alles. Deswegen, da kann man ruhig mal ein bisschen ausprobieren. Was man dazu braucht, ist, man braucht Bäume, die so relativ nah beieinander stehen. Ich habe die einfach mal hier so hingestellt.
Ich habe da jetzt kein großes Layout für gemacht. Und man braucht Bienen, denn die Bienen, die befruchten die Bäume. Die fliegen dann am Tag da so schon rum und befruchten die. Und ja, woran merkt man das, dass es funktioniert hat? Ja, das dauert erstmal eine ganze Weile, dann passiert nämlich gar nichts. Und man wartet und wartet und wartet. Und irgendwann stellt man fest, okay, das da, das sieht ein bisschen eigenartig aus. Das passt nicht ganz so ins Konzept hier. Ja, daran sieht man halt, dass die Bäume befruchtet wurden. Die fangen dann an, die Farben zu ändern, die Blätter. Hier in den Dschungelbäumen, da werden die so grünlich. Ich habe hier drüben noch eine, so eine Stelle. Die werden so grünlich mit so weißen Früchten drin, keine Ahnung. Und die Teakhölzer, die Teakbäume, die werden so bräunlich, das sieht man fast nicht richtig. Da haben wir so eine Stelle. So, die Stellen, die befruchtet sind, die schmeißen Saplings raus. Hoffentlich von dem neuen Baumtyp. Wenn nicht, müsste ich das Ganze nochmal machen. Und ja, man kann die jetzt nicht einfach nur so abschlagen, denn die Chance, dass man dann wirklich auch so ein Sapling rausbekommt, ist relativ klein. Dafür gibt es ein paar Hilfsmittel. Und zwar diesen Grafter und diesen Thormium-Grafter. Ich weiß nicht ganz genau, wie das prozentual ist. Ich weiß, dass der Thormium-Grafter 100%ig da so ein Sapling raushaut. Ich weiß nicht, wie das mit dem ist. Ich habe den einmal ausprobiert und da kam ein Sapling bei raus. Ich weiß nicht, ob der auch 100% hat. Den kann man ganz normal bauen. Grafter, wir gucken mal, wie man den baut. Ziemlich billige Angelegenheit. Zwei Sticks und ein Bronze-Ingot obendrauf. Dann kriegt man diesen Grafter. Und beim Thormium, beim Dingensbummens, beim Thorncraft, da braucht man das Ding hier. Und man braucht zwei Thormium-Ingots. Jetzt weiß ich auch mittlerweile wieder, wie die heißen. Ich habe natürlich keine hier drin. Zwei Thormium-Ingots und ein Stick unten dran, ungefähr in derselben Form wie das hier. Also Thormium, ups. Thormium, Thormium und ein Stick unten dran. Das macht man dann hier in diesem Crafting-Table und dann mit diesem scheiß Zauberstab da unten dran und tada, wir haben das Ding. Das Rezept dafür muss man vorher rausfinden, researchen, erforschen, was weiß ich. Wir gucken uns das in der nächsten Episode mal so ein bisschen genauer an, was ich hier gemacht habe. Auf jeden Fall ist da der Thormium-Grafter. Und ja, das gucken wir uns beim nächsten Mal dann nochmal richtig an. Da machen wir dann wieder richtig weiter mit Thorncraft. Jetzt gucken wir uns erstmal hier drüben die Bäumchen an, denn ich bin wirklich gespannt, ob ich da jetzt ein Sapling bei rauskriege. Das sind ja jetzt schon, ich sag mal, Wochen innerhalb von Minecraft vergangen, bis ich diese drei Dinger hier bekommen habe. Umso bessere Bienen man hat, umso schneller geht das Ganze hier auch. Und zwar können wir das mittels dieser beiden Dinger hier herausfinden. In diesem Bealizer kann man halt irgendwelche Bienen reinschmeißen. Wir gucken uns das Ding da mal an, den habe ich schon mal hier analysieren lassen. Da gibt es hier unten, ist das Fertility? Nein, Pollination, das da. Da sehen wir hier, dass das Slowest steht. Also die sind ziemlich langsam, die Bienen, die ich aktuell habe. Das kann man wohl auch irgendwie hochzüchten, damit die da so ein bisschen schneller sind und damit das Ganze hier so ein bisschen schneller vonstatten geht. Und dafür kann man das benutzen. So, und dann haben wir auch diesen Trealizer, den können wir uns auch gleich nochmal angucken. Jetzt gucken wir erstmal, ob wir da wirklich ein Sapling bei rauskriegen. Ich hoffe es ja mal ganz stark. Sonst muss ich nämlich ausflippen. Und dann muss Spice erstmal jetzt auf die Nase kriegen. Ist Spice online? Spice ist online. So, da ist jetzt tatsächlich ein Sapling rausgekommen. Das ist ein Teak-Sapling, okay. Teak im Dschungelbaum ist ein bisschen eigenartig. Dann gucken wir hier drüben mal. Auch da kommt ein Teak-Sapling bei raus. Es kann gut möglich sein, dass ich hier mehrere Generationen Bäume erstmal miteinander züchten muss oder miteinander kombinieren muss, bis ich das rauskriege, was ich möchte. Oh, das war ein anderer. Kapuk! Tatsächlich. Das ist das, was ich haben wollte, Kapuk-Sapling. Wunderbar. Dann können wir uns hier gleich mal analysieren. Das kann man nämlich mit diesem Trealizer machen. Dafür braucht man genauso wie für den Bealizer Honig aus irgendwelchen Gründen, die mir nicht ganz klar sind, aber okay, wenn das Spiel das meint. Und dann bekommt man halt Informationen über die einzelnen Saplings. Wir fangen mal mit diesem Teak-Ding da an. Ja, Average Größe, wunderbar. Normale Sapling-Produktion wächst relativ langsam. Das ist das, was wir hier rauskriegen. Okay, hier kriegen wir Informationen, wo der Baum wachsen kann. Gehört zu der Familie mit den Pommes. Alles klar.
Der produziert Äpfel und kann nicht mutieren, oder was? Hier steht auf jeden Fall nichts. Jawohl, da kriegen wir halt die Information, ist wieder mal ein Apfelbaum. Wir machen den auch mal gleich. Sollte ähnlich sein. Oh nein, der gibt uns Kakao-Dinge, Kakaobohnen, wie heißen Dinge auf Deutsch? Whatever. Ist größer, okay. Ist einer von der großen Sorte interessant. Interessant. Da kann man mal sehen. Es ist doch ein Unterschied zwischen den beiden Teak-Saplings hier. So, und das ist das, was mich interessiert. Das ist der Grund, warum ich das gemacht habe, damit ich den da kriege. Ist ein relativ großer Baum. 1x1 heißt, es reicht, glaube ich, ein Sapling, um den Baum hochzuziehen. Das werde ich dann nachher gleich mal ausprobieren. Sofort reproduzieren, damit ich von denen auch ganz viele Saplings habe, weil das ist der einzige, den ich jetzt aktuell habe. Interessant, interessant, die ganze Geschichte hier. Ich bin mal gespannt, ob ich am Ende dann auf mein Ebenholz komme. Das wäre doch sehr interessant auf jeden Fall. Und ja, das werden wir weiterhin verfolgen, definitiv. Die Bäume werde ich dann mal, glaube ich, hier abreißen und die neuen hinstellen. Und jetzt zu guter Letzt zeige ich euch noch die eine oder andere Szene von Hoses 100. Feed the Beast Folge. Ich werde bekloppt. Da haben wir zusammen den Wither gekämpft, beziehungsweise mehrere. Und da zeige ich euch noch die ein oder andere Szene, damit wir das auch nochmal gezeigt haben, denn ich habe da so ein paar Geschenke auch bekommen. Und falls ihr das noch bei ihm noch nicht gesehen habt, dann könnt ihr das jetzt hier bei mir nochmal sehen. Und an der Stelle bedanke ich mich schon mal bei euch fürs Zuschauen, denn das war's dann für heute schon. Beim nächsten Mal geht's dann weiter mit der Ecke hier. Ihr seht, ich habe da schon ein paar Fortschritte gemacht und ein bisschen angebaut. Neue Subscriber-Zimmer und vielleicht noch die eine oder andere Überraschung. Und ja, bis dahin, macht's gut schon mal und ciao, ciao. Hallihallo, Hallöchen und willkommen zurück auf dem Rosencraft Feed the Beast Server. Mit mir ist Tyska. Ja, hallo. Hallo. Danny wird Hallo. heute Lockvogel spielen. Definitiv. Ja. Du hast wieder Und gemeine Pläne ich geschmiedet habe und ganz ich. gemeine Pläne geschmiedet, ja. Ich habe mir gedacht, Folge 100 müsste theoretisch mal was Besonderes sein. Eigentlich Ja. ist es nur krank, dass ich so viele Folgen habe, aber okay. Und ich habe mir gedacht, ich habe noch nicht mal in Vanilla Minecraft einen Wither bekämpft. Also werden wir es mal probieren, wie einfach und oder schwer das ist in Nicht-Vanilla. Nicht Vanilla, ja. Ja, in Feed the Beast halt. Und ich habe der guten Tyska, die mich unterstützt, seelisch, moralisch und mit Auslachen. Und als Lockvogel natürlich habe ich ein paar Sachen mitgebracht. Zuerst mal ein tolles, weil ich habe gesehen, du hast auch mit Thaumcraft angefangen. Und eins meiner liebsten Thaumcraft-Spielzeuge ist dieses hier. Ich weiß Was nicht, ist ob dir das das was denn? sagt. Oh, ein Portable Hole. Jetzt könnte ich dumme Sprüche machen, aber ich sag einfach nur mal Danke. Und dann habe ich mir gedacht, ich will natürlich nicht mit Gewalt hervorrufen, dass wenn du mich schon unterstützt, du dann zu Schaden kommst. Deswegen habe ich dir spontan mal meine Zweitausrüstung mitgebracht, die du auch gerne behalten darfst. Hast du das schon mal angehabt? Das habe ich noch nicht angehabt, nein. Das Gut, ist gut, noch nicht gut. voll mit traurigem Pandaschweiß Was ist oder das? so. Ach du Schande. Ja, okay, dann kann ich auf jeden Fall nicht sterben, ne? Schwer. Schwer. Ja. Ja, okay, warte. Wie baut man einen Wither so, ne? Und dann die Köppel oben drauf. Ich hätte auch noch einen Kopf, Moment. Oh, wenn ja. Das halte ich für die beste Idee überhaupt. Oh, verdammt. Jetzt hat der Wither Brüste. Das war nicht so geplant. Es kann ja nur gut gehen. Es an. Okay. Ich werde mal mit dem Bogen so ein bisschen. Ja, ich fliege um ihn rum und versuche auf ihn zu schießen. Gleich. Also wenn ich Lockvogel sein soll, dann sollte ich. Ja, das stimmt. Boing! Aua! Wow, So, zum Thema Lockvogel. Ja, der In dem mag Loch drin. anscheinend fliegende Sachen mehr. Oh Gott! Komm schon! Der schießt aber immer noch auf mich, ne? Ja, der hat ja auch drei Köpfe, das heißt geteilte Aufmerksamkeit. Mensch, das hätte ich auch mal ganz gerne. Sieht Das vielleicht stimmt, komisch ja. Oh, aus, jetzt. aber klingt praktisch. Alter, der zerschießt ja alles. Also, es
ist einfacher gewesen, als ich dachte. Ach, der ist schon weg? Anscheinend. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Ich habe einen so ein komisches Ambrosia teilgenommen und volles Leben. Ja, dito. Hier drüben so einen kleinen Zuschauer bauen. Mit einem Arm, weil ich habe gerade nicht mehr Material. Ja, ich finde, er sollte noch einen Arm kriegen, aber der muss länger sein als der andere. Jetzt komme ich da nicht hoch. Kannst du mir irgendwann mal eine Treppe bauen oder sowas? Ja, so. Genau, das können wir auch so lassen. Der kann ruhig da vorne auch noch sowas haben. Ja, warte, jetzt muss ich das. Ich muss das wegschießen. Ich habe nämlich meinen Drill nicht. Den habe ich schon weggestellt. Nee, mach mal nur das hier oben weg. Das da unten kann schon bleiben. Wie, nur das da oben? Ach so, warte. Du meinst so? Warte, wo ist denn jetzt der Block hin? Ja, genau. Das ist der sehr besonders lange. Das ist, damit er nicht umfällt. Ganz einfach. Seine Stütze, ja. Mhm. Weißt du Bescheid. Und 3. Ich habe nicht getroffen. Ja, gut, passiert. Was denn? Weiß nicht. Nee, noch sieht's gut aus. Noch hat's nicht geknallt, ja. Ja. Wow, jetzt hat's geknallt. Die fliegen erstmal weit zu dir. Ach komm schon. 2 gegen 1. Das ist sogar für Pandas gemein. Ich gehöre zu einer aussterbenden Art. Wo ist denn der zweite jetzt hin? Ich sehe nur einen. Die sind beide hier oben. Ach so. Wie weit oben? Oh, ich bin ganz schön weit oben. Kommst du hier überhaupt mit Pfeilen hoch? Ich habe keine Ahnung. Es regnet auf jeden Fall Feuerpfeile und ich glaube, ich habe dich gerade getroffen. Das kann gut sein. Ich krieg davon zum Glück nicht so viel mit. Die schießen sich aber auch gegenseitig ab, habe ich das Gefühl. Können die das? Keine Ahnung. Du hast mehr Erfahrung mit Withern als ich. Oh, den einen kann ich nur schlagen. Komm, ich battle dich. Okay, einer ist tot. Wenn du unter mir einen Netherstar vielleicht findest. Ja, der liegt hier drüben. Ach guck. Der andere ist auch gleich tot, hoffe ich. Nee, jetzt laggt's gerade. Entweder es laggt oder der hat gerade Pause oder so. Beim Wither sein. Jetzt muss er weg sein, oder? Okay, er ist auch weg. Jetzt. Oh Gott, das sieht hier aus wie so ein Schlachtfeld, ey. Wo ist der nächste? Wo ist der andere? Ja, es war ein Schlachtfeld. Ich habe keinen Netherstar bekommen. Ich habe beide gefunden. Ah, du hast beide gefunden. Großartig. Hier. Yeah. Nee, einen darfst du ruhig behalten. Oh. Ich verlinke dich unten. Ach, Mensch, das ist aber nett. Alle Zuschauer also gefälligst sofort dahin, wenn sie nicht sowieso schon bei dir gucken. Da könnt ihr euch dann unter anderem ihr geniales Schloss angucken. Das ist ja jetzt von hier eine Ecke weg, sage ich mal. Ein bisschen, ja. Gibt jetzt einen Nether-Tunnel, also, ne? Ja, das habe ich auch schon gehört. Ich glaube, den hast du sogar verschönert oder umgebaut oder sowas. Der ist komplett ausgekleidet jetzt, ja, mittlerweile. Wunderbar. Und ist auch benutzbar. Sehr schön, ja. Für die Leute, die keine hyperschnellen Hosen haben, so wie Hosen. Du. Ich. Sagt sie und hat sie an, ja? Also was? Bitte. Ich hab Stahlhosen an. Ach so, na dann. Tyska mit den Hosen aus Stahl. Vielen Dank, dass du mir assistiert hast und vielen Dank Spice für den Lockvogel und so. Ja, sowieso. Ich kann das mit dem leider nicht machen, weil das geht dabei an und aus. Warte. Herpaderp. Ja, dann danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.